So, hallo liebe SWN-Zuschauer oder liebe Freunde. Heute bin ich unterwegs und zwar ganz dringend und schnell, weil ich muss rein in die Stadt. Heute kommt nämlich der Weihnachtsbaum der Stadt Schweinfurt. Und da will ich natürlich dabei sein, wenn der Weihnachtsbaum abgestellt wird. So, für lauter Geschwindigkeit meine Brille vergessen. Ja, also gut. Jetzt fahren wir mal in die Stadt rein und schauen mal, wie der Weihnachtsbaum abgestellt wird. Ja, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Die Sondierungsgespräche sind geplatzt, wie ich es vorausgesagt habe, schon vor 4 Wochen im Garagentalk. Das kann überhaupt nicht funktionieren, wenn so Parteien solche große Unterschiede haben in ihren Vorstellungen, in ihren Programmen und in ihren Werten. Und das kann einfach nicht funktionieren. Dass jetzt alle der FDP den schwarzen Peter zuschieben und sagen, oh, wir hätten es ja gewollt, du bist die FDP, die ist ausgestiegen, das ist meiner Ansicht nach eine reine Heuchlerei. Und gerade von den Grünen, ne? Also ey Leute, da könnte ich schon wieder abkotzen. Ne? Weil gerade die Grünen, ne, die haben ja solche großen Unterschiede zu der CSU zum Beispiel. Ne? Ich habe noch gehört, wie in Zentfeld der Heimatminister gesagt hat, er könnte sich gar nicht vorstellen, mit den Hofreiter Politik zu machen. Also da gab es. Da gab es die größten Gräben, ne, zwischen Grünen und CSU, ne, aber auch bei der FDP, klar. Aber diese Parteien sind ja einfach zu unterschiedlich in den Auffassungen, in den Programmen. Und wenn die also nachgegeben hätten, hätten gesagt, oh, na gut, ich mache alles, ich gebe jetzt ein wenig nach, weil damit wir Regierung machen können, damit wir regieren können, da hätten die ja ihr Profil aufgegeben, ihre Ziele aufgegeben, zum großen Teil. Und hey, hallo. Was wäre denn das für Politik gewesen? Na, da wäre eh nichts rausgekommen. Die hätten uns ja eh bloß angelogen. Und da wären ja eh bloß Versprechungen gemacht worden, die sie im Endeffekt nie halten konnten, weil die Basis das nie mitgetragen hätte. Also, das war auf einem ganz anderen Blatt. Also ich fand das schon vor 4 Wochen, habe ich gesagt, dass das kommt, dass das nichts wird. Jamaika ist eine Nullnummer und wird da immer bleiben. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Möglichkeit besteht ja immer noch, dass die SPD die Große Koalition weiterführt. Sie regieren ja immer noch, ne, muss man ja sagen. Sie regieren ja bis zum Nimmerleinstag, bis das also abgesegnet ist, dass wir neue Regierungen haben. Bis so weit regiert ja die SPD noch mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so, wenn auf der Art ist, wir machen keine Große Koalition mehr, aber wenn die Frau, die Angela Merkel, nichts mehr dabei ist, dann ist eine ganz andere, veränderte Situation und dann können wir eventuell reden. Von der SPD her, von Gedankengut her. Sagt man, naja, jetzt ist ja die Merkel nichts mehr dabei, jetzt könnten wir ja eventuell ja, nochmal drüber nachdenken. Das wäre vielleicht eine Option. Eine Minderheitsregierung, hat die SPD schon gesagt, wollen sie nicht tolerieren. Also, ja, Minderheitsregierung wäre meiner Ansicht nach gar nicht mal so schlecht, weil da müsste man sich quer durch die Parteien endlich mal Mehrheiten beschaffen und nicht jeder, der in der CSU ist, hat die gleiche Partei wie der Seehofer und nicht jeder, der in der SPD ist, hat die gleiche Meinung wie Gabriel oder so. Ne? Also, wenn man sich da Mehrheiten beschaffen würde, dann quer durch die ganzen Parteien durch, wird da vielleicht mal gar nicht so schlecht. Käme vielleicht endlich mal eine ehrliche Politik raus und nicht so geschwafelt da immer. Ne? Ja, das wäre mal das eine. Ne? Ja, dann, wie gesagt, dann diese Minderheitsregierung wird von der SPD aber abgelehnt. Das heißt also, der Bundespräsident hat sie ja jetzt in der Hand, was er macht. Na, das ist ja Aroder. Jetzt aber mal gucken, was er macht. Er kann ja jetzt einen Bundeskanzler bestimmen oder eine Bundeskanzlerin bestimmen. Er könnte ja jetzt sagen, okay, wir nehmen die Merkel. Und als Bundeskanzlerin, als Minderheitsregierung, oder er könnte natürlich auch sagen, wir nehmen den ganzen anderen. Ne? Ne? Beispiel in Schulz oder so. Ne? Ne? Aber gut, aber das werden die anderen nicht tolerieren. Also, so wie es aussieht, wäre eventuell auch möglich eine neue Neuwahl. Und das sagen ja alle Demagogen oder wie die Kerl heißen da, die sagen ja alle, es kommt das Gleiche raus wie vorher. Ich bin nicht der Meinung, dass es gleich rauskommt. Ich denke mal, man sollte einfach dem Volk nochmal die Möglichkeit geben, nochmal neu zu wählen. Und vielleicht kommt noch was ganz was anderes raus. Ne? Und weil es ja vor allen Dingen bis dahin noch ein paar Monate wären, bis die Wahl dann wäre. Und
Weiß Gott, was da nachher ist. Ne? Man kann ja nie als Orakel voraussagen, das wird genauso sein wie vorher. Ne? Das ist ja Quatsch, oder? Ne? Das ist ja manchmal auch Tagesstimmung, was schon entscheidend ist. Ne? Und naja, gut, also das ist eine verfahrene Situation. Und aber so wie es dargestellt wird, dass Deutschland also ja total ohne Führung ist und so und machtlos und Ding, so stimmt es ja auch nicht. Ne? Also die Regierung, die ja da ist, die ist ja weiter im Amt und solange bis keine neue Regierung da ist, also das läuft alles ein Weg wie vorher auch. Und immer diese Panikmache in Deutschland, ne? Und jetzt, ne? Deutschland steht von Abgrund, ne? Und die böse FDP. Ne? Aber ich kann die FDP verstehen, bei allem was recht ist. Ne? Die würden ja, wenn die eine Politik unterschreiben würden, die also nicht ihren Zielen entspricht, würden die ihr Gesicht aufgeben, ihr ganzes Profil aufgeben. Ne? Und nur damit sie regieren können. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ich würde es glaube ich auch nicht machen. Ne? Und muss man ganz ehrlich, ey Grüne, ihr tät's doch auch nicht, ihr habt doch bloß den Ausstieg verpasst. Ne? Und jetzt habt ihr gemerkt, dass die FDP die Presse auf ihrer Seite hat, ne, wieder. Und ihr habt es nicht gekriegt. Ne? Die waren vor uns dran. Keiner hat es doch gewollt, gibt es dazu wieder die CSU. Mensch, alle, die haben bloß nicht gewusst, wie sie aussteigen sollen aus dem Zeug. Jamaika, du, wie ich das erste Mal schon Jamaika gehört habe, du. Ist mir schon das Grauen gekommen, du. Als wenn aus Jamaika schon mal irgendwas Gutes gekommen ist, außer das blaue Wasser und die Wärme, du. Ja. Mein Gott, du. Immer das Gelaber, du. Das geht einfach manchmal schon auf den Senkel, ne? Das ist das Scheinheilige, ne? Als wenn die Politiker können doch einfach mal ehrlich sagen, was er meinen und gut ist, ne? Nee, immer das Geschleim, du. Ne? Wir hätten ja Regierung gebildet, aber die anderen Bösen, die haben nicht gewollt und die waren gegen uns und wir Grüne, wir waren da so weit, ne? Wir hätten wirklich gemacht, wir hätten alle unsere Ziele aufgegeben und wir hätten den Seehofer recht gegeben. Ne? Und der Seehofer, muss man ja dazu sagen, der Seehofer kann ja gar nicht aufgeben. Ihr müsst euch mal vorstellen, die haben ja schon so viel Stimme verloren, weil sie eben ihre Ziele in Bayern nicht durchgesetzt haben, nicht umgesetzt haben, weil der Seehofer viel versprochen hat und im Endeffekt nicht gehalten hat. Hätte der bei den Sondierungsgesprächen jetzt auch noch sein Gesicht verloren, also die CSU ihr Gesicht verloren, ne? Wie wäre denn dann die Landtagswahl ausgegangen? Die hätten die CSU zerrissen in 1000 Teile. Also der Seehofer, der konnte noch gar nicht nachgeben. Ne? Also Leute, wie es weitergeht, werden wir sehen. Also ich bin der Meinung, es gibt zwei Möglichkeiten. Also die SPD könnte noch herangezogen werden oder Minderheitsregierung, also eigentlich drei Möglichkeiten oder Neuwahlen. Ne? Wobei unser Bundespräsident ja gegen Neuwahlen ist. Also wir lassen uns überraschen und ja, lustig wird's. Also einen schönen Tag wünsche ich euch nicht. Und ich gehe jetzt mal zu dem Weihnachtsbaum aufstellen. Guck mal, wo sie das ja auch gefunden haben.